Guten Tag. Diese Regierung macht eine Politik gegen das Volk. Das Volk lehnt die Regierung ab, möchte Neuwahlen und die Regierung ist nicht bereit, ihre Politik zu ändern. Und nun müssen die Meinungsmacher dieses rot-grün versifften Systems hin. Darf ich Sie, Herr Mayer, Entschuldigung, lassen Sie uns bei einer anständigen Sprache bleiben, bitte. Also ne, das Volk, die Befragten in der Tat, sind extrem unzufrieden mit der Bundesregierung, aber möchte einfach vermeiden, dass wir so ein bisschen abrutschen von der Sprache her. Bitte, Sie haben das Wort, Herr Mayer. Nun, wie stehen Sie denn dazu? Ich bin der Meinung, dass hier die bezahlten Medien, die von der Regierung bezahlt werden, entweder durch Zwangsabgaben für das Öffentlich-Rechtliche oder durch diese zweifelhafte Institution, die das sogenannte Geheimtreffen aufgedeckt hat, dass die nun die Meinung der Bevölkerung ändern wollen. Ja, klare Frage, Herr Mayer, danke. Klare Frage. Wer möchte dazu was sagen? Ich sage gerne was dazu. Ja. Also wir werden, es gibt keine Systemmedien, das ist ein gern gebrachter Vorwurf, das ist aber Unsinn. Aber was wir aus allen Äußerungen jetzt gehört haben, ist ja ein tiefes Unbehagen mit der Problemlösungsfähigkeit der Politik. Und ich glaube, das muss man wahnsinnig ernst nehmen und das ist, glaube ich, in großen Teilen auch berechtigt. Und das bezieht sich gar nicht nur auf die Ampel. Die Ampel hat auch mit Problemen zu tun, die über Jahre in den Vorgängerregierungen nicht gelöst worden sind. Wir haben erstens, glaube ich, eine große Sprachlosigkeit an der Spitze dieses Staates. Herr Scholz ist kein großer Redner, vielleicht auch kein großer Handwerker. Jedenfalls findet er keinen emotionalen Zugang zu dem, was wir auch in diesen Äußerungen wieder gehört haben. Der Bundespräsident ist leider durch seine Ukraine-Vergangenheit ein wenig verbrannt. Die Ex-Kanzlerin schreibt ihre Memoiren. Der andere Ex-Kanzler ist durch seine Geschäfte mit Putin diskreditiert. Und Helmut Schmidt ist schon leider lange tot. Also wir haben eine große Leerstelle in der Ansprache. Und das zweite Problem scheint mir zu sein, ich gebe Ihnen ein Beispiel, es werden immer wieder Problemlösungen versprochen, die dann aber nicht kommen. Herr Scholz hat bei den Kollegen vom Spiegel nur leicht verkürzt von denen gesagt, wir müssen jetzt endlich im großen Stil abschieben. Das scheint mir eine wirklich schwierige Aussage zu sein. Nicht, weil er damit auch die Sprache der Rechtsextremisten spricht, sondern das ist ja in weitgehend Rechtslage, sondern weil er so tut, als könne man durch einen Kanzler, ein markiges Kanzlerwort in einem Interview das verändern. Dass wir ab jetzt endlich im großen Stil abschieben. Und dasselbe hat er auch schon vor Jahren gesagt. Da entsteht eine Erwartungshaltung, die nicht eingelöst werden kann. Die Frage bezog sich ja jetzt auf uns. Ja. Ich muss noch ganz kurz sagen, Herr Mayer, falls Sie noch zuhören, Korrektiv ist nicht von der Regierung bezahlt. Unsere Recherchen sind nicht von der Regierung bezahlt, sondern von Stiftungen und Dauerspendern. Und ich weiß, dass die AfD die ganze Zeit versucht, von ihrem Thema